kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich. An die Szene erinnere ich mich. Ja, liebe Zuhörer, wir sind schon wieder anscheinend bei einer neuen Folge. Und das heutige Motto ist, wir sind tiefenentspannt. Wir sind so tiefenentspannt, ihr glaubt es gar nicht. Also, ich glaube es gar nicht. Das ist mir hier gerade, ich glaube, das ist mir hier, guck mal, Spicy Dumplings, das ist mir viel zu actionreich. Das ist mir viel zu actiongeladen, was du da machst. Such mal erstmal entspannten Bier aus. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Zu unserer neuen Entspannungsdoktrin hier bei den Spielkindern, vor allen Dingen in diesem Uncharted Let's Play, gehört es eindeutig, dass wir das alles nochmal machen. Einfach weil es entspannt ist. Das regt euch dann auch nicht so auf, weißt du? Wenn es was Neues ist, dann sind die Leute so, oh, was passiert? Ach, heute passiert hier gar nichts. Ihr könnt die nächsten 3-4 Folgen jetzt hier, könnt ihr erstmal schon getrost wissen, wir lehnen uns zurück. Ich kann nicht mehr gerade Sätze sprechen. Nee, ich auch nicht. Wir haben heute den... Ich hab vergessen. Ach, guck mal, das ist Essen. Wir haben heute einen Tag, an dem wir beide viel gemacht haben. Beide sehr erschöpft sind. Mir tut schweinisch meine Füße weh, weil ich den ganzen Tag gelaufen bin. Und mir tut schweinisch mein Magen weh. Weil du so viel gegessen hast. Weil ich gerade so viel gegessen habe, was Dennis gekocht hat. Aber das ist ja deine Schuld. Du bist ja selber schuld. Fertig, okay. Ach, die Elena ist schon eine Süße, ne? Hast du es geschafft? Oh. Ja. Oh. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler. Ja. Aber dafür gibt es schließlich Redakteure. Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Die haben ungefähr ein Viertel von dem auf dem Teller, was wir gerade gegessen haben. Ne? Einkalk? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Oh. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge geht, sobald man aus dem Flieger steigt. Also ja, an dem Nate arbeitet's, ne? Ich glaube, der will nicht auf der Couch sitzen und sich die Scheiße von seiner Eulen anhören. Was heißt Scheiße? Das ist normal, aber ich nehme an, der fühlt sich in derselben Situation wie wir gerade. Du meinst, der will gerade tiefenentspannen? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der will gerade Action. Der will das Gegenteil von uns. Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Vom Smog in Bangkok. Was? Der hier? Mhm. Zu lange überlegt. Bewohner... Die verschollene Stadt Bangkok. Na los. Bewohner von Bangkok? Flüge? Ach nee. Die Bewohner von Bangkok? Und der Smog? Und wie sie deswegen nirgendwo hinfliegen können und... Fast. Wow. Ich glaube, es war knapp daneben. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Ach so, das war ich das erste Mal, dass der ihn gefragt hat. Wirklich? Das klang vorhin so, finde ich, dass der das erste Mal diese Idee hatte, genau. Da und auf ihn zugekommen ist. Das war doch sein Arbeitgeber dann. Ja, genau, sein Arbeitgeber. Sein Atze. Wirklich? Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Das ist es nicht wert. Sie hat auch Bock. Sie hat auch Bock, dass er rausgeht. Naja, sie hat Bock, dass er nicht mehr so rumhängt wie so ein Waschlappen. Das ist doch so, man will doch seinen Partner auch fördern und so. Können wir bitte das Thema wechseln? Macht, was er will. Dass du ihn meinetwegen nicht an. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Wo ich mehr schätze. Ja. Ich werde dann mal abwaschen gehen. Die haben noch nicht mal aufgegessen, da die Teller sind doch noch voll. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord.
Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Minigame! Ich spiele, rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. In, rennen und umher springen. Huhn. Hm? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Flesse Steins, hammer gut. Okay. Was kommt denn jetzt? Kommt jetzt Crash Bandicoot von denselben Entwicklern? Ah, oh, ist natürlich geil, wenn sie das einbauen. Nein, es muss laden. Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Ja, auch wie geil. Lass einfach mal Crash Bandicoot 1 drin, oder was? Gibt's ein Problem? Nein, nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Das ist so geil. So, Kamera laufen. Gut, klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Oh, was ist jetzt los? Wie unrealistisch. Ich wäre aus. Mit X springen. Anscheinend. Klettern hat immer geholfen. Spring! Schrei mich nicht an. Ich feuere dich. Ich coache dich. Weiter so. Elena ist schon eine Süße, ey. Sie ist das Gamer Girl und er ist der Volltrottel, der nicht spielen kann. Ich finde, das ist ein toller Blickwinkelwechsel. Fuchs? Ein Bolli-Fuchs. Sieht nach Fuchs aus. Ein Fuchs in G. Zerstör die Kiste. Oh. Vielleicht tut es das. Letztes Leben. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Oh Gott. Komm, du schaffst es. Ich versuch mein Bestes. Ey, Crash Bandicoot und 4 zu 3 auch noch, ne? So Röhrenfernseher Auflösung oder Format. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Die Grafik ist ziemlich gut. Oh. Alter, Vorsicht! Oh! Oh, schnell! Oh Gott! Schaffst es, aber du schaffst es! Oh, du bist so gut, ey! Als hättest du es schon mal gespielt! Nee, hab ich nicht! Das gab's damals bei der Grundschule, hat man doch so ein extra Dingens. So ein Dingens. Oh Gott, ey, das ist mir alles hier viel zu. Das ist alles viel zu. Wir wollten doch tiefenentspannt sein. Was ist denn an alten PlayStation 1 Spielen tiefenentspannt? Gar nichts. Also nur die Ladezeit. Oh, der arme Beuteldachs. Muss man das jetzt echt durchkriegen? Nee. Nee, okay. Man hat 3 Leben und jetzt, wenn man verliert, dann wäscht sie ab wahrscheinlich, weil man wollte das darum irgendwie spielen. Oder 3500? Was? Das war's? Wie sie grinst! Ich find's so geil! Sie ist echt hammerniedlich, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Absolute Traumfrau. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Für zu Sex. As usual. Hey, bist du glücklich? Oh, das ist eine Frage. Das ist echt eine harte Frage. Hm? Weil man echt nachdenken muss, ob man damit ja antworten kann. Echt jetzt? Komm her. Sie hat nicht ja gesagt. Nee. Sie hat komm her gesagt. Das ist nicht ja. Ich glaube, so ein bisschen vermisst sie die Action auch, oder? Mehr als er. Ja, naja, ich glaube, er gibt es nur nicht zu vor sich selbst. Weil er sozusagen für sie und für die Legalität das alles geopfert hat. Und jetzt merken beide aber, dass eigentlich ihr Leben, sie war ja Journalistin, die da im Ausland recherchiert und so, dass das für sie auch geiler war, als da im Büro zu sitzen. Einen Bericht über Bangkok zu schreiben? Ja, aus der Ferne, ohne dahin zu fahren. So. Ja. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon. Der einfach so sinnlos irgendwelche Sachen abstempelt. Was für ein Scheißjob. Ja, kann ich helfen? Ja, ich, Ich bin mein kleinen Bruder. Wie mies ist das denn? Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Der ist doch tot. Ja. Sam. Wir haben ihn doch sterben sehen. Schön, dich im zu Gefängnis. Sehen, Nathan. Das härteste Ding war aber, dass sie seinen Namen einschreiben, da unten. Ja. Langsam. Das ist echt ganz schön dämlich. Wie?
Ich dachte, du... Sie hätten ja Unbekannter oder sowas. Getroffen. Fremder. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Und das vor 20 Jahren. Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Oh, ach so, deswegen. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst. Bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Ja, das muss man auch erstmal so wegstecken. Ja, ja, ey. Ich meine, das war vor 15 Jahren ja, oder so, ne? Das ist so krass. Das ist echt krass. Das wirkt auch ziemlich relaxed für diese Überraschung. Naja, ich finde schon, er zeigt schon ganz schön so. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Ja. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu mir? Langsam. Hm? Setz dich. Du hast eine spielerisch anspruchsvolle Folge erwischt. Ja, genau das, was ich brauche. Ja, ist eigentlich ziemlich gut. Für die Entspannung ist das perfekt. Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss. Du hängst an einem entgleisten Zug im Himalaya. Korrekt. Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Shambhala, oder? Zweiter Teil ist immer noch das Beste gewesen. Okay, vor ein paar Jahren war ich in den Raub einer Öllampe aus einem türkischen Museum verwickelt, okay? Öllampe? Sie war ein Artefakt aus Marco Polos verschwundener Schatzflotte. Marco? Schatz? Ja, und wie sich herausstellte, war verdammt viel mehr auf diesen Schiffen als nur Schätze. Jetzt reden sie die ganze Nacht durch. Ja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört. Und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja, das war's. Oh, Sam hat doch jetzt bestimmt keinen Bock, sich gelangweilt in irgendeine Wohnung zu verdrücken. Nee. Der will doch jetzt Action, nachdem er 10 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Das hat er bisher immer geschafft. Immer. So wie Indiana Jones auch. Ja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Ja, das... Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Das war irgendwie klar, oder? Was? Ja, ja, ja. Wir hatten ja schon seit einem halben Jahr raus. Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Ein paar mit Tattoos bekommen, ne? Der Schlechter von Panama, oder? Der Schlechter von Panama, ach du Scheiße. Eine lustige Geschichte, aber... Lustig? Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. Ach, und durch den ist er jetzt rausgekommen, oder was? Wie sind die zusammen ausgebrochen? So bin ich aus dem Knast gekommen. Ich dachte, jetzt enden mal die Videosequenzen, die schon seit einer Viertelstunde gehen. Nein, wir machen eine Rückblende. Geben die Zeit für die Geschichte, das finde ich gut. Ich finde das auch total super. Ich mag ja bei Uncharted die Geschichte. Also. Samuel, komm her. Zeit jetzt mehr in Let's Watch, ne? Aber ist in Ordnung. Für uns beide, wir brauchen das ja auch heute einfach mal, ne? Nicht immer so viel Aktivität. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren.
Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich will Vögel. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Ach so. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen. Ja klar, der Sam hängt immer noch dieser alten Clan nach, den sie damals hatten. Ne? Ja, ja, klar. Weshalb sie ja im Gefängnis waren überhaupt. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Nate hat ihn ja mittlerweile quasi schon vergessen. Oder verdrängt. Ja, und sein Bruder ist dabei gestorben. Also, mutmaßlich. Wie heißt das Zitat von Avery? Nimm, was du kriegen kannst, und gib nichts mehr zurück. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Das war dieser andere Kapitän. Ja. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar, me alegro verlo. Zeig mir den Key. Wow, ¿qué hacemos con él? Samuel, bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Fakt ist. Vamonos. Natürlich. Vamonos. So, und jetzt haben wir endlich mal wieder eine spielbare Stelle. Ach du Scheiße. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle ein kleines Päuschen. Haben wir schon eine Folge? Ja, haben schon eine Folge, ja. Alles klar. Komm, wir machen Pause. Nächstes Mal geht's weiter. Und dann sehen wir mal, wie Sam da rauskommt. So schaut's aus. Bis dann. Ciao.